Hallo Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Dieses Video ist genau dann entstanden, wo auch diese Taube gerade entdeckt wurde. Und die, die von Insta rübergekommen sind, wissen auch, was schon ungefähr mit ihr passiert ist. Und den Rest erfährst du jetzt. So, also, ihr wolltet das Story-Update von der Taube und jetzt erzähle ich euch mal, wie das alles so passiert ist. Auf jeden Fall war es gestern ja und da hat mein Freund halt mich kurz im Auto gelassen, dann ist er wieder reingekommen und hat er gesagt, so willst du jemandem helfen? Ich so, wem helfen? Dann hat er gesagt, so einem Tier helfen. Und dann hat er mir halt gezeigt, wo er sie gefunden hat, die Taube. Und dann hat er mir erstmal gesagt, die Taube war eigentlich auf dem Kopf gelegen. Aber da zu dem Zeitpunkt, bis ich da jetzt auch dann angekommen bin zu der Taube, war die halt dann schon so da gelegen in den Steinen halt. Und dann hat er halt gesagt so, ja, willst du sie nach Hause nehmen oder sonst was? Ich so, nein, weil was soll ich mit dir zu Hause machen? Wir müssten sie zum Arzt bringen. Und dann bin ich halt dahin gelaufen zu der Taube. Und als ich dann zur Taube hingelaufen bin, ist sie weggeflogen. So, die ist dann halt wirklich schnurstracks so richtig da nach oben geflogen und dann dachte ich mir so, okay, dann ging es ihr doch gut. Wir haben uns erstmal so angeguckt, so was war jetzt eigentlich passiert, aber wir haben sie kurz so beobachtet, wo sie hingeflogen ist und da war halt so ein höheres Gebäude, die Landau kennen, wissen so in der Landesgartenschau so, da gibt es halt in der Nähe noch andere Häuser und die sind höher und dann ist die halt nicht mal richtig auf dem Dach gelandet, die ist runtergefallen. Also sie ist so richtig von da oben bis nach unten runtergestürzt und da war halt so ein höheres Gebüsch und dann ist sie da quasi so hingegleitet bis dorthin und dann war sie halt so oben auf dem Gebüsch und dann bin ich halt bis dorthin gelaufen und dann habe ich halt gehört, wie sie runtergekracht ist. Das heißt, sie ist im Gebüsch runtergefallen und dann habe ich halt so ein bisschen ins Gebüsch reingeguckt und dann habe ich halt gesehen, dass sie da so richtig schlimm gelandet ist, also quasi ihr Kopf war unten, ihre Flügel waren so ausgebreitet und halt ein Bein war oben, das andere unten. Und ich habe halt zu ihm gesagt, so halte mal das Gebüsch, sodass ich dann halt da reingreifen kann, weil er wollte die Taube nicht anfassen. Und dann habe ich halt die Taube genommen in die Hände und sie war so brav, also so richtig, man hat ihr angesehen, sie will Hilfe und zum Glück war es noch nicht spät, weil in Landau gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Tierärzte oder Notärzte schon gar nicht. Und zum Glück war einer bis 8 offen. Und dann habe ich halt, weil er ja eigentlich auch arbeiten müsste, habe ich dann derzeit noch schnell angerufen, ob die die Tiere dann nehmen würden. Also so eine Taube halt, ob sie sie dann nehmen würden. Und dann hat sie halt gesagt. Also diese Frau halt am Telefon hat dann gesagt, so, oh, zum Glück habt ihr jetzt noch angerufen, weil eigentlich wollte die Ärztin schon zu einem Hausbesuch gehen. Und das wäre halt dann so gewesen, dass wir dann mit der Taube gekommen wären und es wäre nicht mal eine Ärztin da gewesen. Also war es eigentlich Glück im Unglück. Und ja, bis er dann halt mit der Arbeit fertig war, war es halt dann so, dass dann seine Kumpels da irgendwie die Taube dann erstens auch mal in die Hände nehmen wollten und so. Und dann haben die sie irgendwie, dann ist sie runtergefallen und so. Dann war sie unterm Auto, dann mussten wir sie wieder da rausholen und. Auf jeden Fall, was mich so richtig genervt hat, war halt dann halt jeder angefangen zu sagen, so schmeiß sie lieber weg oder schmeiß sie halt irgendwo anders hin oder leg sie irgendwo weg. Weil es können Krankheiten sein, dies und das. Und hat auf einmal jeder irgendwie Panik geschoben und mich hat es sehr genervt, weil erstens, das Tier braucht Hilfe. Also, es ist ständig auf die Brust gefallen, also es konnte weder laufen noch fliegen und es ist ständig hinge. Und das hat mich extrem genervt, weil erstens, gerade eben war mein Freund noch dafür, dass die Taube noch zum Tierarzt zu fahren. Auf einmal kommt sowas, weil die anderen dann auch noch so Panik geschoben haben, dass sie Krankheiten haben könnten, kommt dann sowas wie, lass sie echt fallen, weil du hast schon genug Krankheiten, dies und das. Und das hat mich so richtig genervt, weil ich kann das Tier dann nicht einfach liegen lassen. Und dann hat er gesagt, so ja, okay, dann lassen wir sie jetzt erstmal mit Wasser, wir gucken dann später. Ich so, ich habe jetzt angerufen und die Tierärztin würde warten. Das heißt, wir müssten eigentlich schon los. Und dann war es halt so, dass tatsächlich wir dann dorthin gefahren sind. Und dann bin ich zu dieser Tierärztin da reingelaufen mit der Taube. Also die war ja voll brav und so. Also sie hat dann irgendwie nichts gemacht, außer sie wollte ein paar Mal halt schon los, so, aber die kann halt nicht fliegen. Und dann hat er
die Tierärztin gesagt, es ist noch ein Jungtier. Also man sieht es dann halt an den Federn. Man konnte halt an den Federn oben sehen, dass es noch ein Jungtier ist. Und deswegen hat sie gesagt, so vielleicht ist es an eine Scheibe geknallt oder sonst was. Und deswegen hat es irgendwie mit der Orientierung irgendwas. Und das glaube ich auch schon, weil sie hat oft mit dem Kopf irgendwie so komisch gewackelt, wie halt Tauben es machen, aber halt so extrem. Und die haben halt versucht, sie so hinzustellen, aber sie konnte halt nicht stehen. Und dann haben die gesagt, so ja, sie rufen mal an zu Spezialisten, zu Ärzten, die sich extra um Tauben kümmern und all sowas. Und es ist halt ein Wildtier, deswegen kommen da auch keine Kosten auf. Also deswegen, das wäre nicht mal das Problem. Und dann hat halt die Ärztin auch gemeint, so Krankheiten könnte die Taube sowieso, also so, dass man die Krankheit sieht, hat sie eh nicht. Und wenn, dann würde es sowieso nicht an den Menschen übertragen werden können. Das heißt also, ein Mensch kann keine Vogelkrankheit haben. Und deswegen hat sie gesagt, so ist echt gut, dass ihr dann hergekommen seid und dass ihr sie nicht in den Stich gelassen habt, sondern wirklich ihr auch helfen tut und so. Und dann hat sie auch bei den Leuten angerufen, die sich darum kümmern. Und dann hat sie gesagt, so, sie wird jetzt gleich abgeholt von den Leuten und dann wird ihr geholfen. Und dann haben wir uns auch verabschiedet und so. Und Fazit an euch, Leute. Also, wir hatten gerade Glück in dem Moment, Glück in Unglück sozusagen. Und der Taube wurde geholfen, dies und das. Es hätte auch anders enden können. Die Taube wäre vielleicht von einem Tier gefunden worden. Das Tier hätte es vielleicht zerfleischt oder sonst was. Oder es hätte verhungern können oder sonst was. Und wie viele Tiere werden überfahren? Also ganz ehrlich, da hilft man einem Tier und dann, bevor man das Tier zum Tierarzt fährt, sieht man schon einen Haufen andere Tauben am Rand von der Straße oder mitten auf der Straße, die einfach überfahren worden sind. Zurzeit sind die Tauben sowieso irgendwie, also man fährt und die gehen nicht mehr weg vom Auto, also die schauen quasi, wie sie gleich überfahren werden und man muss so richtig auch hupen, dass sie an die Seite gehen und so. Und deswegen, Leute, passt wirklich auf die Tiere auf. Und wenn ihr irgendein Tier seht, was Hilfe braucht oder sonst was, helft ihm. Vor allem jetzt, wenn jemand sagt, so ja, ich habe nicht die Finanzen dazu oder sonst was. Es reicht schon, dass man manchen Tieren einfach nur Wasser hinstellt oder irgendwas zu futtern gibt, was sie auch vertragen und all sowas. Und man kann sich so viel heutzutage im Internet durchlesen, falls man ein Tier jetzt findet und Ärzte gerade nicht verfügbar sind, dass ihr halt dann nach Hause nehmen könnt und dort aufpäppeln tut. Wenigstens nur so quasi, damit sie nicht so richtig verhungert und so. Das ist schon eine Hilfe. Und es hilft auf jeden Fall, wenn ihr das Tier nicht zu Ende tretet oder sonst was, wenn ihr es seht, sondern wirklich helfen tut. Und wie gesagt, es war ein Wildtier. Das heißt, Wildtieren wird kostenlos geholfen. Das heißt, ihr müsst nur zum Arzt gehen in eurer Nähe. Jetzt bei mir in Landau hat man nicht so viele Möglichkeiten mit Ärzten, aber es gibt noch andere Großstädte, die haben mehrere Ärzte. Und da könnt ihr auf jeden Fall immer ein Tier helfen. Wenn ihr seht, dass ihr beinahe ein Tier überfahrt, dann macht es nichts. Also ganz ehrlich, mein Freund ist. Und wie gesagt, selbst er, wenn er jetzt sieht, dass die Tauben da auf der Straße sind, hupt er oder macht er irgendwie so, dass sie wirklich auch weggehen. Weil es gibt echt viele Tiere, die bleiben einfach stehen. Erstens, ein paar gibt es, die machen das aus Panik. Also die bleiben dann einfach schnurstracks stehen und die können sich dann nicht mehr bewegen. Und dann hilft hupen zwar auch nicht viel, aber dann halt umfahren. Am besten aussteigen, es irgendwie an den Straßenrand legen, weil das ist genauso wie mit, wenn jemandem was auf der Straße von einem Menschen passiert, da muss man ja auch aussteigen und ihm helfen. Deswegen, bei einem Tier ist es genauso, nur mit dem Unterschied, er kann nicht nach Hilfe rufen und er kann auch nicht von alleine aufstehen und sich irgendwie zum Arzt fahren oder sonst was. Er ist auf Hilfe angewiesen und ihr seid in der Lage, ihm zu helfen. Ein Tier, dem anderen Tier nicht immer und ein Tier selbst kann sich auch nicht helfen und nicht retten oder sonst was. Und er kann nicht schnell irgendwie anrufen und sagen, kannst du mal rüberkommen und mir helfen? Nein, er liegt da und er ist quasi angewiesen. So, ich weiß es auch gar nicht, ob ich irgendwie alles schon gesagt habe. Auf jeden Fall, der Taube geht's gut. Ich hoffe, allen anderen Tieren wird es ab jetzt auch immer besser gehen und nicht schlechter. Ich hoffe, ihr nehmt euch ein Beispiel. Ich hoffe irgendwie, dass es bei euch Klick macht und ihr anfangen tut, Tieren zu helfen, statt irgendwie es denen schlimmer zu machen. Und ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel geredet. Ich hoffe, die meisten haben es sich angehört, nehmen sich ein Beispiel draus oder sonst was. Und ja. Armes Baby, alles wird wieder gut. Denk immer daran und danke, dass du bis hierhin geschaut hast.